Willkommen zum Messevlog 2016. Super gemacht. Schön. Echt super. Hätte ich nie gedacht. Super. Da ist jetzt ein bisschen. Ja, da müssen wir noch was machen. Das sind wir noch. Ja, genau. Sieht so ein bisschen aus wie, ja, genau. wie Mund ohne Zähne. Also nur mit so. Leute, willst du mal erklären, wo wir gerade sind? Ja, wo sind wir eigentlich? Also, wenn man einmal, vielleicht einmal rumgeht. Wir können ja mal schwenken. Wir schwenken. Also, kommt mal rein. Alles schick mit Kronleuchtern. Genau. Wir sind hier ganz offiziell im Boardroom vom Hessischen Hof und treffen gleich Wolf Biermann. Super spannend. Und haben ein kleines Interview mit ihm. Aber vorher dürfen wir uns hier ein bisschen umschauen. Wir wollen euch gerne mal mitnehmen. Genau, und wir nutzen die Zeit. Wir gehen mal einfach raus auf die großartige Dachterrasse. Willkommen in Frankfurt. Großartig. Siehst du ihn schon? Moment. Uns wurde erzählt, dass dieser Boardroom zur Präsidentensuite gehört. Genau. Wenn jetzt jemand drin ist. Oh, das ist sehr unglamourös, nur Stühle. Okay. Kann man uns da auch reinzugucken? Ja. Aber da kann eigentlich. Da darf man. Ist zu. Da ist die Präsidentensuite. Genau, bestimmt. Charlotte, du interviewst ja jetzt über Fühlmann gleich für unseren Blog Resonanzboden. Wenn ich dich richtig verstanden habe vorhin, hast du eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Ja, also zu Wolf Biermann eine ganz besondere Begegnung im Deutschunterricht. In der 11., 12. Klasse haben wir ständig Texte von Wolf Biermann und auch von Hannes Wader und von den ganzen Liedermachern ständig analysiert, weil unser Deutschlehrer ein ganz großer Fan davon war, die ganzen Bücher, die ganzen Lieder zu interpretieren. Deswegen, super, also, na, dann kannst du ja jetzt vielleicht mal dazu befragen, ob du alles richtig interpretiert genau, hast. Genau, ich das auch richtig verstanden habe. Damals. Genau, ich habe hier mal eine Arbeit mitgebracht. A few moments later. Und ich habe eben schon erzählt, und das war so spannend als Frau Stempel, ich durfte es ja leider nicht fragen, aber ich habe die ganze Zeit geschmunzelt, weil wir haben tatsächlich im Deutschunterricht damals ihre Texte wahnsinnig häufig analysiert. Also wir haben immer Wolf Biermann und Hannes Wader waren die Texte, die wir immer analysiert haben im Deutschunterricht. Deswegen hat es mich besonders gefreut, dass ich das machen durfte. Naja, neulich traf ich eine Frau, die auch Charlotte heißt, und beharrt darauf, dass sie Lotta genannt wird. Wie Pippi Lotta. Victoria. Aus Schweden. Aus Schweden, genau. Vielen Dank. Können Sie ein bisschen Schwedisch oder gut Schwedisch? Ich spreche Schwedisch und Isländisch. Ach, das ist ja toll. Ja. Gut, dass wir uns nie wiedersehen. Ich würde Sie, nein, nein. Ich würde Sie. Wissen Sie, wen ich missbraucht Tschüss. Habe fürs Schwedische? Nee. Das muss ich ihm ja noch auf die Nase stecken. Als ich Eva Maria Hagen verführte. Die Mutter von der verrückten Nina. Ja. Hatten sie vor mir zwei Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns unfassbar, wie zahlreich Sie erschienen sind zur Signierstunde mit Nele Neuhaus, die uns ihr neues Buch Im Wald mitbringt. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Einen schönen guten Abend. Es ist ja ganz toll, wie zahlreich Sie hier erschienen sind. Ganz kurze neugierige Frage, hat es schon einer gelesen? Einmal? Zweimal? Oh, tatsächlich, es gibt schon einige, die es gelesen haben. Na super, alle anderen werden sich überraschen lassen. Vielen Dank. Danke fürs Geduld haben und ich lege jetzt gleich los, damit ihr nicht noch länger warten müssen. Ich weiß gar nicht, wann Hufendubel schließt, aber vorher werden wir es ja nicht sagen. Come on.
auch in diese Inseln, so in die Mitte. Und was schätzen Sie jetzt? Was schätzen Sie, wie lange hält die Palette oder der Container? Also wir lassen die mal mit Sicherheit jetzt noch einige Wochen stehen und füllen immer auf. Nee, aber wann ist, wie lange? Wann der leer ist. Ja, wann der leer ist. Also wenn wir es jetzt umrechnen, ja, dann ist der heute schon dreimal leer gewesen. Mhm. Ja, ist doch super. Schon haben sie ein herrliches Geschenk. Genau. Wie heißen denn die Leute so? Ja, es gibt die verschiedensten Namen. Hier habe ich einen René. Ich kann bis jetzt noch gar nicht sagen, dass ich eine Hitliste habe. Nee, Häufigkeit von Katrin? Katrin hatte ich zweimal. Beate war zweimal. Was hatte ich denn mehrfach? Ich muss direkt mal überlegen. Also ich glaube, die Namen sind gut sortiert diesmal. Sabine ist heute zum dritten Mal. Sabine kommt zum dritten Mal.